So. Liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, ich bin so gespannt, wer mich von diesen zwei Kreaturen hier besser kennt. Starten wir mit der ersten Frage. Die Kandidatin oder der Kandidat, das die Frage weiß, wird genau so machen. Genau. Es findet ein Buzzer statt. So. Ja, und dann die Person kann die Antwort beantworten. Kann die Frage beantworten. Die Frage beantworten. Das sind keine einfachen Fragen. Ihr werdet Probleme haben. Do it, let's go. So, erste Frage. Wie viele Autounfälle habe ich gehabt? Das war schnell. Drei. Oh mein Gott! Ah. Einmal, wo du über den Fuss gefahren bist. Okay, das ist kein Unfall. Aber die Antwort ist trotzdem richtig. Okay. Die Story weiß ich leider nicht, aber es sind drei gewesen. Ja. Ich weiß eine. Mit dem Schnee. Eine ist mit dem Schnee, yes. Mit dem Schnee. Und einer am See. Einer am See, richtig. Und jemand ist in mir reingefahren. Und die dritte war, oder mein erste war, während ich 30 gefahren bin, also mega langsam, in der Nacht gegen ein anderes Auto gefahren, weil sie falsch geblinkt hat. Actually. Okay. Nächste Frage. Okay, dies ist super einfach. Wann war mein erster Kuss? Also mit wie vielen Jahren habe ich es gehabt? Du hast 16? Nein. 18. Brava. Du bist halt meine Soul Sister, you know. Es gibt noch 9 Fragen, also du kannst immer noch nachholen. Diese ist super einfach, weil diese haben wir heute besprochen. Mit wie vielen Jahren? Du warst der Erste, ich hab's gesehen. Mit wie vielen Jahren hattest du die Anpassung? 18. Nein. 19. Ja. Ich bin komplett. Das haben wir sogar heute besprochen. Hey, 9 years ago. Ich war 19. Es war 8 Jahre und ich habe gesagt, ich war 20. Wir haben es noch mal nachgerechnet und sie hat gesagt am Telefon 2011. Ja. Das ist 2020. Das sind 9. Ja, aber meine OP ist praktisch. Alles gut. Actually. Jetzt kommt eine schwierige Frage, wirklich schwierige Frage. Mhm. Ich habe einen Sommerjob mit 13 gehabt. 2 Jahre hintereinander. Was war das? It's a difficult one. Okay, ich gebe euch ein paar Hinweise. Es war in Poschiavo. Ich habe sehr viel mit Süßigkeiten. Du hast am Kiosk gearbeitet? Nein. Süßigkeiten gearbeitet. Ich habe mit Mehl gearbeitet. In einer Konditorei? Yes. Ich war eine Bäckerin. Ich war, ich denke, 13 und 14 oder 12 und 13, eine von denen. Ich got one. Okay. Aber nur mit Tipps. Jetzt eine schwierige. Ne? Was habe ich als erstes gekauft? Warte. Du musst die 2 Optionen wissen. War das die Birkin oder die Versace Handtücher? Zuerst war Agnes 3 Sekunden. Handtücher. Du, was sagst du? Es war die Birkin. Das war die Birkin. Stimmt. Weil die Birkin war, ich habe sie am 3. November bekommen und die Handtücher waren für die Glow. Ja, wir dieses meinen, Jahr in Januar. Und ich habe schon die Birkin mitgehabt. Stimmt. Oh mein Gott. Heute Nachmittag habe ich mir das gehabt. Charlie. Wie groß sind meine. 290. Oh mein Gott. Meine Implantate. 290. Pro Seite. Wuhu! Anui! 3-3. Aber auch nur, weil du es halt. I know her part. Kennen Sie in- und auswendig. Okay, das ist eine Frage bezüglich meiner Social-Media-Karriere. Hm? Wann habe ich mein erstes YouTube-Video hochgeladen? Ich bräuchte so einfach Monat und Jahr, wenn das geht. Geht auch der Titel? No. Vor 4 Jahren. Welches Jahr? Ende 16. I cannot believe, correct. Bing, 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 bing. Eigentlich ist es 3,5 Jahre, aber das war Dezember 2016. Agnes ist pissed. Sie ist so actually kotze. Jetzt kommt eine, die ihr beide wirklich, denke, problemlos. Wann habe ich mein erstes Mal oder mit vielen Jahren war mein erstes Mal? Wait, mit as vielen you? Jahren? Nein, das erste Mal. Das erste Mal. Okay, das erste Mal. Mal. 14? Nein. 16. Brava.
Wisstest du auch, ich bin nichts. Nein, nicht nach der Disco. Nee, das war kein erstes Mal. Aber mit 17 Jahren, es war in St. Moritz. Oh, im Hotel? Nein, ich habe ja dort gelebt. Nein, stimmt. In der Ausbildung. Und es war mit einem Italiener. Jetzt kommt eine, die ich gerade selber nicht antworten könnte. Wie viel Mal bin ich umgezogen? JJ war davor. Ja. 5 Mal. Das hatten wir heute auch. Wirklich? Ja. Wegen dem Telefonat. Waren dann 5 Mal? Du hast gesagt, also von... Erste Ausbildung. War ich in? St. Moritz. Mhm. Dann warst du in Waldshut? Nein. Wallenstadt. Wallenstadt, oder? Ja, yes, it's right. This one, dann, nein, es sind 4 Mal. Von Poschiavo auf St. Moritz, oder? Ja. Dann Wallendingsbums. Yes. Dann Rudolf Stetten. Und jetzt dann. Und dann hier. Hier. Somewhere. Du hast aber 5 gesagt, Schatz. Ich habe mich korrigiert während dem Antworten aufzählen. Mit 4. Schwierig. Sorry, unentschieden. Unentschieden, ja. Wir bekommen beide einen Punkt. Ich hätte 4 gesagt. Ihr bekommt beide keinen Punkt. Actually. Schatz, du bist nicht schlecht im Verlieren. Oh mein Gott, jetzt, ich habe die letzte Frage. Schon. Also ein Unentschieden oder ich gewinne? Ja. Okay. Und diese ist einfach. Wie viele? Hände runter. Wie viele? Nee. Ja, du. Girl. Wie viele Boyfriends habe ich gehabt? Wer war davor? Das habe ich nicht gesehen. Nochmal eine Frage. Bitch! Oh, I already answered it! No! I already did das war that! Das heißt, ihr wart so... Actually! Nochmal eine Frage. Was nice to see ya! Wüsstet ihr, welche mein zweites, nicht erstes Auto, sondern zweite Auto wäre? Geht's noch um eine bessere Frage? War es eine Farbe? Absolut nicht. Okay. Eigentlich für das sollte ich dir 3 Punkte geben. Actually, you look like you would drive one. Okay, letzte Frage. Das wird eine sehr knappe Frage sein. Actually. Es geht um einen Preis. Wie viel hat die hellgraue Birkin? 9,5. Ist nicht richtig genug? 9,375. Nein. 95. Es ist nicht 500. 9,650. Nein, näher. Jetzt ist Agnes dran. Jetzt ist eine pro Mal. Oh, girl, whatever. She can have the point. I don't give a fuck. Ich sehe jetzt nicht. Entweder wir wissen die Antwort oder wir wissen sie nicht. Okay. I know you have... Das war 9,610, actually. 5,748, oder? Nein. Es ist ein Unentschieden, ich gewinne. It's not fair, aber easy. Wie breit? Ich will 3 Maßen von euch. Okay, ich möchte 3 und 2 genügen. Wie breit? Boobs, Hüfte, und Arsch. Brüste, ja. Taille und? Hüften. Also. Es genügen 2 richtige. Hüften, 112. Yes, correct. Echt? Actually, I don't know the Taille, but I would say zwischen 70 und 80. Wow, der 10 cm Umfang ist sehr groß. Irgendwo dort. Und Boobs, they are big boobs. Actually, nein. Italien ist weniger. Mach jetzt. ich habe jetzt überlegt, wenn die Italien 112. Also, ich sage Italien. Hüfte. 112. Mm. Taille 60. Boobs 90. Ich bin nicht Shirin David. 90, 60, 111. Schön, dass du das gedacht hast. Meine Brüste ist 103. Darf ich noch fragen? Also. Na, girl! Wir sind 103. Actually. Und 112. Taille. You could never. Die Taille ist. Actually, this is some baloney. Ich will mein Geld zurück. 61. Nein, ich habe nicht so. Ich meine, mein Teil ist 72. Actually. Was wie? Karin, jetzt kommt an die letzte Frage. Some bullshit ist. No, girl. Legs. No. Oder. No. Du willst aber nicht gewinnen. Verlieren. Welches Jahr? Wann habe ich meine Katzen vom Tier angeholt? Das Ergebnis war davor für eine Millisekunde. 2019. Stupides. 2019 wäre letztes Jahr gewesen. Ja. Und die sind viel länger da. Ich würde sagen 2017, Anfang 2018. Leider war November 2018. So, 18. Leider für JJ hat Ergebnis mit 4 Punkten und JJ. Ich würde sagen 2017, Anfang 2018. Leider war November 2018. So, 18. Leider für JJ hat er
Agnes mit 4 Punkte. Und JJ unfair gespielt, period. Du kannst einfach nicht verlieren. Don't even try. Silence. Ich hätte ein paar Antworten richtig gehabt, aber die haben nicht gezählt. Warum muss ich das diskutieren? Because guess what? Actually, I'm good. Oh my god, I cannot believe. I wanna leave. Die Episode ist eh fertig. Wenn ihr die Revanche sehen möchtet, bitte schreibt das in die Kommentare. Und vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Weil sie will keine Million Followers. Bye. Vergiss nicht, JJ zu abonnieren, @KingBabyJay und @MissChampagne zu abonnieren. Ich lasse auf jeden Fall die ganzen Links unten in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal. I love you. Bye bye. And she's stealing my catchphrases and still girl.